Mahlzeit Leute bei Lichtenhof, aka Rohrtiger, und nochmal eine kleine Runde MechWarrior Online. Nachtrag an das am Wochenende jetzt stattgefunden habende. Was ist das denn für ein Deutsch? Im Nachtrag an das Event, was jetzt am Wochenende stattgefunden hat. So. Und zwar war das das sogenannte Viva la Resistance Event, wo man mit seinen Resistance R Mech Varianten Chassis eine Personal Challenge spielen konnte, bei der es Rankings gab und so weiter und so fort. Ihr habt ja bestimmt meine Videos gesehen, hoffe ich natürlich. Und wisst, um was es grob geht. Und ja, ich habe bei dem Event ein bisschen Videos aufgenommen, habe leider nie das volle Event mitnehmen können, da ich erst Sonntagabend kurz anfangen konnte, das zu spielen. Und ihr habt ja in den Videos gesehen, lief nie ganz so prall. Ich bin jetzt letztendlich auf Rang 68, bin ich glaube ich gewesen. Ja, auf Rang 68 in dieser Liste der Zeus 6R-Piloten rausgekommen. Mit einem Damage von, oder mit einer Punktzahl von 2567 Punkten. Das ist deutlich weniger, als ich mir erhofft hatte. Der erste Platz, wie gesagt, hängt bei 3600 Punkten rum. Das muss also ein absoluter Over-Pro-Gamer gewesen sein. Und der zweite Platz hängt auch bei 3005. Also die ersten paar Plätze sind schon deutlich nah beieinander, haben extrem viele Punkte gesammelt. Ja, das ist schön für die, finde ich echt super. Ich habe mir, wie gesagt, mehr ausgerechnet. Ich hatte gedacht, dass ich es wenigstens unter die besten 50 schaffe. Und theoretisch, denke ich mal, hätte ich das auch geschafft, wenn ich ein bisschen mehr Zeit gehabt hätte für das Event. Ich konnte halt, wie gesagt, nie das volle Event spielen. Und die Games, habt ihr ja gesehen, liefen auch nicht unbedingt alle so prickelnd, wie ich das gerne gehabt hätte. Ich glaube, ich hatte bei den ganzen Spielen, die ich aufgenommen habe, nur ein einziges, wo ich wirklich mal so um die 900 Schaden gemacht habe. Und davon hätte ich im Prinzip mehrere Games gebraucht. Also eigentlich 10 Games am Stück. Oder insgesamt 10 Games überhaupt von dieser Qualität oder vielleicht sogar noch besser. Und dadurch, ja, wie gesagt, ist es nichts geworden mit der Ranglistenplatzierung bei mir. Und ich habe mir jetzt gedacht, ich mache jetzt im Nachhinein sozusagen im Anschluss an dieses Event so ein kleines bisschen Frustgaming und wollte da einfach nochmal heute eine Runde MechWarrior Online spielen, ja, mit irgendeinem anderen Mech als dem Zeus. Und als ich eingeloggt habe, ist das, was mir aufgefallen ist, es gab einen Patch und in diesem Patch ist das, ja, das MechLab und eigentlich das generelle, das generelle Design der Menüführung von MechWarrior Online überarbeitet worden. Ich bin jetzt ein bisschen perplex gewesen, als ich das gesehen habe. Ich muss mich hier auch selber erstmal nur reinfinden. Denn es ist alles neu und irritierend. Wir gehen mal, Moment. Wir gehen mal raus. Also bis hierhin sieht es ja eigentlich noch alles ganz normal aus, sag ich mal. Ne? Ihr seid auf dem Home-Button ganz normal. Ihr seht, hier drüben hat sich ein kleines bisschen was geändert. Ihr seht jetzt, wie viel XP der Mech hat. Ansonsten hier ist ein kleines bisschen geändert worden, die Darstellung der MC-Series. Ihr seht die GXP, die ihr habt, das ist glaube ich neu. Und das ist eigentlich nur eine kleine Änderung. Hier sieht alles nochmal relativ neu aus. Aber wenn man aufs MechLab klickt, hatte man ja früher im Prinzip ein Raster eingeblendet bekommen, wo die ganzen vorhandenen Mechs, die man besitzt, drin waren und konnte sich von da aus dann in das Auswahlmenü oder in das eigentliche MechLab reinklicken. Wenn man jetzt hier drauf klickt, passiert folgendes. Kriegt man erstmal ein kleines bisschen einen Schreck und Augenkrebs, aber das ist im Prinzip jetzt das neue MechLab. Ich muss mich hier selber erstmal reinfinden. Ihr seht, es ist deutlich mehr mit Informationen angefüllt. Ihr habt hier zum Beispiel deutlich übersichtlichere Darstellungen der Werte, zum Beispiel bei der Engine. Das ist im Prinzip noch relativ, ja, ich sag mal, ähnlich wie beim MechLab vorher, diese Gesamtdarstellung quasi. Aber es sind halt einiges an Infos dazugekommen. Ihr seht hier, die Upgrades werden gleich eingeblendet. Ihr seht hier drüben, wie gesagt, ist alles noch ganz neu für mich. Muss ich hier selber erstmal reingucken. Ihr seht, die Ballistics sind anders eingefärbt, dass man jetzt sozusagen auf den ersten Blick erkennen kann, was was ist. Es ist übersichtlicher, wenn man sich reingefunden hat. Aber ich muss mich erstmal reinfinden, wie gesagt. Ihr könnt auch das Layout umstellen. Ich habe das jetzt mal hier auf Expand gestellt. Wenn ich auf Column gehe, da wird das quasi so ein bisschen unterteilt nochmal. Und da habt ihr dann quasi hier die einzelnen Bereiche eures Mechs, die ihr sozusagen einzeln durchklicken könnt. Und wer das übersichtlicher findet, kann das so handhaben. Und ihr seht schon, das ist deutlich performanter als wie das alte MechLab war.
Und ich denke mal, wenn man sich damit erstmal reingefunden haben, dann ist das besser als vorher. Sonst würde man es ja nicht überarbeiten. Ich denke mal, PGI hat sich da was gedacht. Und ich denke mal, die haben ihre Sache dabei ganz gut gemacht. Ja. Aber jetzt, wie gesagt, keine detaillierten Infos zu dem neuen MATLAB oder keine Erklärung oder kein Tutorial-Video, wie es vielleicht andere Leute rausbringen. Denn ich bin selber noch nicht richtig firm drin. Was ich ja eigentlich machen wollte, ist, eigentlich wollte ich mir nur einen anderen Mac aussuchen. Aber da das ja jetzt hier über das MATLAB nicht mehr geht, macht man das jetzt über Select Mac, vermute ich mal. So. Und Macs, was wollte ich denn eigentlich nehmen? Ich wollte nämlich mit meinem King Crab spielen. Und zwar wollte ich mit diesem hier spielen, den ich mal irgendwann Clawless genannt habe, keine Ahnung warum. Ich habe zwei King Crabs, den einen kennt ihr ja, den habe ich euch ja schon vorgestellt, die Gatling-Krabbe. Ich glaube, den zweiten habe ich euch überhaupt noch nie gezeigt oder habe ich noch nie großartig damit gespielt. Den habe ich mir mal irgendwann dazu gekauft, denn ich will natürlich auch mal drei King Crabs besitzen irgendwann und die auch alle Eliten. Den habe ich mal Clawless genannt, weil es einen Build dafür gab, der die Klauen einfach komplett außer Acht ließ. Und da einfach keine Waffen reingebaut hat, der hat nämlich jeweils eine Ballistik in der rechten und linken Klaue und hat dann vier Energy und vier Missile Slots. Und dieser Clawless Build, deswegen habe ich den Mech so genannt, der hat nämlich ausschließlich aus Large Lasern und SRM-6ern bestanden. Und hat die Hände im Prinzip komplett vernachlässigt. Das war ganz lustig, habe ich mal ausprobiert, aber ja, habe ich dann wieder umgestellt auf Dauer. Und mit dem Mech will ich jetzt mal eine Runde fahren, weil der eigentlich auch ziemlich cool ist, in dem Layout, wie ich ihn im Moment fahre. Erstmal natürlich die Camo, absolut niedlich. Das ist irgendeine, jetzt muss ich selber überlegen, was das für eine ist. Genau, das ist die Davian Camo. Und ihr seht auch wieder hier, das ist ja auch ein Resistance-Mech. Und wie ich es euch bei dem Enforcer schon mal gezeigt habe, kommt es bei den Resistance-Mechs teilweise ganz lustige ja, Sprüche zustande, wenn man diese Resistance-Camo da drauf schmiert. In dem Fall hier natürlich dieses Front Towards Enemy, das ist glaube ich irgendein amerikanischer militärischer Begriff, der glaube ich von irgendwelchen Minen herrührt. Und natürlich auf den Clown hier das schöne Eat This. Finde ich eine lustige Idee von PGI, ist cool gemacht, mir gefällt auch die Farbgebung ziemlich geil. Und ich wollte aber eigentlich mal ins Loadout reingehen, und da gehe ich mal in das Expanded Loadout rein. Denn da sieht man alles schön auf den Haufen. Und zwar hatte ich den, wie gesagt, ursprünglich mal mit 4 Large Lasern und 4 SRM-6. Dann hat er aber keine Waffen mehr, keine Ballistikwaffen mehr gehabt und das war mir ein bisschen langweilig. Und deswegen habe ich den umgebaut, habe die zwei Large Laser rausgeschmissen, habe zwei SRM rausgeschmissen. Das reicht immer noch. Hier hat man noch ein bisschen was zum Range Poken. Hier hat man ein bisschen was für den Nahkampf und mit den LV-10, die ich jetzt eingebaut habe, hat man ein bisschen was von beiden. Und die knallen natürlich richtig schön rein, vor allen Dingen, weil die relativ schnell schießen und wenn man das aus zwei LV-10s abfeuert, kann man den Gegner im Prinzip fast permanent mit zwei Shotguns unter Druck setzen. Das noch verstärkt im Nahkampf durch die SRM-6 ist eine coole Sache, finde ich. Könnte überlegen, ob ich die SRM-6 rausschmeiße und durch SRM-4 ersetze. Das könnte ich eigentlich mal machen. Weil SRM-6er mir ehrlich gesagt zu sehr streuen und SRM-4er den Schaden ein bisschen punktueller an Mann bringen. Vorne hier kann man sehen, wie das neue MATLAB funktioniert. Natürlich funktioniert es genauso wie das alte, aber. Boah, genau, jetzt habe ich. Ja, jetzt bin ich wieder bei 100 Tonnen Maximum. Ich muss mich hier, wie gesagt, noch ein bisschen umgewöhnen. Wo die Anzeigen jetzt sind, wofür. Max hat hier, sehen wir es auf den Haufen, nochmal 100, 500 Tonnen, 77, 78 Slots. Die Info finde ich zum Beispiel ziemlich cool. Ich meine, jetzt in der Gesamtübersicht erkennt man es zwar auch, wenn man im MATLAB drin arbeitet, wie viele Slots man noch frei hat. Das war vorher ein bisschen ja, unübersichtlicher, weil man ja da immer nur in bestimmten Bereichen des Mechs gesehen hat und konnte nicht sehen, wie sieht es slotmäßig auf den anderen Bereichen aus. Jetzt mache ich doch eine MATLAB-Erklärung draus, wollte ich da eigentlich machen. Aber das finde ich ist eine gute Sache, auch eine gute Gesamtarmor hat man vorher auch gesehen. Heat Management ist nie so prickelnd. Das liegt aber daran, dass man, wenn man mit dem Ding Alpha strikt, halt wie gesagt relativ viel Hitze erzeugt, das macht man aber im Normalfall nicht. Im Normalfall benutzt man auf Range die Laser und die LV-10s und im Nahkampf lässt man dann eigentlich die Laser weg. Und dann sieht das mit der Hitzeeffizienz auch schon wieder ein bisschen besser aus. Die Firepower ist ganz in Ordnung mit den 63,8, finde ich. Und die LV-10 haben halt auch noch den Vorteil, dass die, wenn der Mech, der gegnerische, im Nahkampf
wie soll ich das sagen, wenn er im Nahkampf, ja, ganz schön Nahkampf, wenn er einfach seine Rüstung verloren hat und es liegen Torso-Teile frei, dann hat die LV-10, oder generell, wenn Mech-Bereiche frei liegen, die keine Rüstung mehr haben, hat die LV-10 eine relativ hohe Crit-Chance. Und wie gesagt, das klingt halt einfach geil, mit zwei Shotguns sozusagen den Gegner da zu befeuern. Und jetzt mache ich, wie gesagt, ein kleines bisschen Frust-Gaming im Nachgang an dieses von mir doch relativ schlecht absolvierte Event. Ich habe mir da wirklich mehr ausgerechnet, hatte mehr Hoffnung reingesetzt. Ich habe auch teilweise gedacht, dass die Leute Win traden, um auf so hohe Punktzahlen zu kommen, wie diese 3600 Punkte mit dem Platz 1 Zeus. Aber der Typ, der auf Platz 2 ist, der. Gucken wir mal nach. Auf Platz 2 ist ein Spieler namens Scorescream mit 3584 Punkten. Und den habe ich während des Events auch mal in einem Spiel getroffen. Und das war definitiv kein Wintraden, was der gemacht hat, sondern einfach nur verdammt, verdammt gutes Spielen. Und ja. Das hat mir gezeigt, dass es ja scheinbar doch auf normalen Wege möglich ist, so hohe Punktzahlen zu machen. Und ich vermute mal, dass die Leute dann entweder noch ein bisschen mehr skilled sind als ich. Oder, keine Ahnung. Ja, aber vermutlich unterm Strich einfach mehr Skill haben und noch ein bisschen besser spielen, wahrscheinlich auch länger spielen. Das Event komplett ausreizen. Sensors online. Weapons online. All systems nominal. Ja, wie gesagt, unterm Strich das Event besser ausgenutzt haben und länger spielen konnten und mehr von diesen guten Games hatten, von denen ich eben, wie gesagt, leider nur eins hatte. So. Und wie gesagt, aus Frust geht's jetzt in die Krabbe. Und ihr seht schon, das ist Shotgun-mäßig geht es hier richtig gut ab. Ich habe leider Gottes, habe ich nur in Anführungsstrichen 90 Schuss für die LV-10. Das ist bei längeren Gefechten wird das ein bisschen knapp. Deswegen muss ich sehen, dass ich, ja, dass ich mit diesen 90 Schuss Munition haushalte. Dass ich damit im Prinzip bis zum Schluss durchhalte. Ich muss halt auf Range hauptsächlich erstmal mit den Lasern arbeiten, weil die den Pinpoint-Schaden bringen und wenn der Gegner sich dann, ich sag mal, irgendwo auffällt, wo ich ihn besser mit den LV-10s treffen kann, vorhalte, wo er sich beispielsweise zum Beispiel nicht bewegt. Dann kann ich mit den LV-10s nachhalten und dann im Nahkampf kommen, wie gesagt, dann noch die SRMs mit dazu. Und die LV-10s sind auch Gott sei Dank relativ hitzeeffizient, sodass ich die eigentlich die ganze Zeit abfeuern kann, sobald ich was vor der Linse habe. Und ja, da muss ich halt sehen im Nahkampf, wie sich's mit der Hitze mit den SRMs verhält und wie das dann vielleicht noch ist, ob ich noch ab und zu mal einen Laser mit dazu einsetzen kann. New target acquired. Ah, die Farbe ist einfach geil. Das Dumme, also der Mech ist halt sehr auffällig, ne? Es ist geil von der Camo her. Aber es ist halt sehr auffällig. Das müsste Steiner Blau sein und Resistance Orange, glaube ich. FAR Orange. Und das ist halt mega auffällig, ne? Also ich bin hier quasi der Pfau unter den Mech. Oder unter den Mechs, die hier rumlaufen. Oh, was haben wir da? Der Pfau kann auch austeilen. Ich hatte Glück, dass der mich scheinbar überhaupt nicht so richtig gecheckt hat. Dementsprechend konnte ich da richtig schön draufhalten. Ich würde jetzt natürlich gerne weiter durchschießen, aber hier kommt irgendwie keiner mehr. Der Awesome geht richtig berserk da vorne. Abgestaubt. Sehr, sehr schön. Da war der Timberwolf ein bisschen out of position und war wahrscheinlich auch ein bisschen überrascht davon, dass hier auf einmal eine Krabbe vom Himmel fällt.
target acquired. Wow, wow. Einzige Problem an der Krabbe ist, die ist verflucht langsam. Denn wie gesagt, A, die ist noch nicht elitet, also ich habe halt erst 2 von 3 Krabben. Da ist noch nichts mit Elite. Dann hat sie nur eine 300er Engine, das aber meines Erachtens nach wenigstens eine STD sein müsste. Aber die ist natürlich von der Manövrierfähigkeit her totale Grütze. New target acquired. Wirst du wohl die Krabbe nicht ignorieren? Oh, 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 was ist jetzt? Was ist jetzt? Oh. Ich soll doch nicht unbedingt in den Rücken schießen. Das ist meine Fresse. Ah, ein sehr schlechtes Positioning an Tag gelegt hier. Right torso critical damage. Right arm critical damage. Right torso destroyed. Da hat's die Krabbe erwischt. Aufgrund von schlechtem Positioning. New target acquired. Wenn ich solche Builds kriege, wird mir schlecht. Wenn ich euch einen Tipp geben darf, wenn ihr LRM-Boote spielen wollt, packt euch niemals so viele LRM-5er in einen Mech. A, ist das Gewichtsverschwendung. Denn ihr habt hier unterm Strich, schießt ihr nur 30 Raketen mit einem Alpha ab. Das ist so viel wie 2 LRM-15er, wiegt aber unterm Strich deutlich mehr als 2 LRM-15er, erzeugt mehr Hitze. Und das nächste ist, wenn ihr LRM-5er der Reihe nach abfeuert, ihr habt zwar einen konstanten Cockpit-Check beim Gegner, das ist vielleicht der einzige Vorteil an der ganzen Sache, aber ein einziges AMS kann diese LRM-5er fast komplett negieren, und das macht die Dinger, also das macht dieses Layout so sinnlos. Hätte der 2 LRM-15 eingebaut, hätte der unterm Strich dieselbe DPS, oder beziehungsweise würde er dieselbe Menge an Raketen verschießen, so wie er hier zum Beispiel, aber A, hätte er den Schaden Pinpoint, das heißt, die fliegen gleichzeitig raus, können dadurch halt natürlich auch durch das durch ein AMS, falls jemand eins eingebaut hat, ne, alle negiert werden. Und er hat unterm Strich eine geringere Hitzeentwicklung. Und wie gesagt, er hat ein geringeres Gewicht mit 2 LRM-15ern und kann da unterm Strich entweder im Zweifelsfall mehr Munition mitnehmen oder was auch immer. Es ist einfach in jeder Hinsicht sinnvoller. Außer vielleicht in puncto Cockpit-Shake, aber man spielt LRMs nicht, um Cockpit-Shake zu erzeugen. Also zumindest ich nicht. Ich spiele LRMs, um aus der Deckung raus sehr viel Schaden machen zu können. Und macht das niemals. Macht niemals 6 LRM-5er in der Kleine. Das ist totaler Schwachsinn. Es gibt einfach, wie gesagt, außer dem Cockpit-Shake, den ihr erzeugen könnt, gibt es keinen positiven Effekt oder keinen positiven Aspekt von diesem Loadout. Es ist einfach 2 LRM-15ern oder meinetwegen sogar 2 LRM-20ern, die man da vielleicht vom Gewicht hereinpacken könnte, in jeder Hinsicht unterlegen. Ich muss mich erstmal daran gewöhnen, dass das jetzt hier weg ist. Oh Gott, jetzt habe ich gerade eine furchtbare. Eine furchtbare Feststellung gemacht. Und zwar. Wie soll ich denn jetzt meine Screenshots für meine Videos machen, wenn der Mac jetzt nicht mehr so schön hier rechts an der Seite angezeigt wird? Das wurde er nämlich vorher
Gott. Ja, man muss ich mal einfach. Egal, einfach weiter Frustgaming. Ich hab's übrigens gesehen, gerade eben. In dem Spiel, ich hatte. Ich glaube 490 Schaden. Hatte zwar nur einen Kill, aber in der kurzen Zeit, in der ich am Leben war, wir waren ja relativ schnell tot, sag ich mal, dort unten im Tunnel. Oder aus dem Tunnel raus. Und in der kurzen Zeit, in der ich am Leben war, 490 Schaden zu machen, ist keine schlechte Sache. Das Einzige, was ich halt noch verbessern muss oder verbessern werde, ist das Hitzemanagement im Nahkampf. Ich habe nämlich jetzt zum Beispiel gerade wieder den Fehler gemacht, dass ich im Nahkampf mehr auf den Laser verzichtet habe, beziehungsweise die SRMs und den Laser und die LB-10s abgefeuert habe im Nahkampf. Und da bin ich natürlich an der Endstelle wieder overheated, was da auch unter anderem dazu geführt hat, dass ich so zusammengeschossen wurde. Aber bei bewegten Zielen ist es zum Beispiel besser, ich benutze die Laser. Und bei Zielen, die stehen, ist es wiederum besser, ich benutze die SRMs. Ich weiß gar nicht, ob der Mech überhaupt schon... Ich habe die Krabbe hier noch nie so oft gespielt. Es kann durchaus sein, dass der noch nicht mal alle Basic Skills freigeschalten hat. Was er definitiv noch mehr hat, ist Elite, weil da habe ich, wie gesagt, noch keinen Zugang zu, weil ich erst zwei Krabben habe. Ich würde sehr gern mir eine dritte Krabbe kaufen, aber leider sind die eben irgendwas um die 10 Millionen Siebes, glaube ich, und die muss ich mir erstmal zusammensparen. Ich habe jetzt bei den letzten Videos viel an meinem Zeus rumgebaut, auch viel engine-technisch an dem Zeus rumgebaut, und da ist natürlich auch ziemlich viel Geld über die Ladentheke gegangen jedes Mal. Und da muss ich erstmal gucken, wie ich das. Ja, wie ich das wieder reinhole sozusagen. Ich habe ja unter anderem, glaube ich, eine neue XL-Engine gekauft, die extra eigentlich nur für den Zeus gewesen ist, wo ich mal locker 5,5 Millionen oder so über den Tisch habe geworfen. Und da ich das Spiel jetzt nie so exorbitant viel zocke wie andere Leute, auch wenn das vielleicht anhand der Videos anders aussieht, aber... Es gibt ja Leute, die spielen das rund um die Uhr. Die haben dann natürlich auch deutlich mehr Geld auf der Hohenkante. Aber da ich das nicht mache, habe ich, wie gesagt, eine chronische Siebelsknappheit und musste erstmal mir die Kohle ein bisschen zusammenfarmen. Zum Geldfarmen an sich wäre es natürlich sinnvoller, ich würde einen Champion-Mac nehmen oder irgendeine besondere Mac-Variante, die diesen 30% Siebel-Bonus kriegt, zusätzlich zu der Premium-Time, die ich gerade aktiviert habe. Aber muss ich da mal gucken, welcher da vielleicht in Frage kommt. Ich hatte nämlich gerade Bock auf die Krabbe einfach. Aber wie gesagt, eigentlich zum Geld verdienen wäre ein anderer Mac besser. Eigentlich wäre zum Geld verdienen der andere Kingcrab besser, denn der ist ein Champion Mac. Und der kriegt diesen Siebel Bonus. Ich könnte auch in meinen Misery steigen, ich könnte auch... Was könnte ich denn noch? Was sind eigentlich so die wichtigsten? Das sind zumindest die, die viele Punkte abformen können. Der Kingcrab und der Misery waren eigentlich immer so die Macs, die... Also von den Champion Max, die ich besitze, die am meisten Potenzial hatten, Punkte einzufahren bei mir. Ich hätte noch den Victor. Allerdings bin ich mit dem Victor noch nie so richtig warm geworden. Den habe ich mal bei irgendeinem Event gewonnen. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. So, was nur Jungs, ne? Erst rennt er hier alle rein. Und dann wollt er nicht mehr, oder was? Warning, incoming missile. Ja. Warning, incoming missile. Es ist eigentlich nur ein Turret, mehr nicht. Warning, incoming missile. Warning, incoming missile. Warning, incoming missile. Target acquired. Warning, incoming missile.
Incoming missile. Warning. Geht mir gerade jemand missile. Richtig auf den Sack. Ist doch schon wieder so ein Penner mit seinen dämlichen kleinen LRMs. Ihr seht, davon kommt kaum was durch, dadurch, dass mein AMS die ganze Zeit am Rotieren ist. New target acquired. Ah, scheiße, zu spät abgedrückt. Warning, incoming missile. Warning, incoming missile. New target acquired. Target destroyed. Warning, incoming missile. Wenn es natürlich mehr als einer ist, dann kommt natürlich doch irgendwas durch. Warning, incoming missile. Jetzt habe ich gar nicht aufgepasst, was das für ein Mech gewesen ist, den ich gerade gekillt habe. Target acquired. Right torso critical damage. Warning incoming missile. Ach, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie nervig das ist. Warning incoming missile. Left torso critical damage. Left torso destroyed. Tja, wenn Steam damit spielt, dann leckt mich doch am Sack. Meine Idee war es nicht, da reinzugehen in den Tunnel, aber wenn sie dann da mitziehen, dann haben sie Pech. Aber ihr habt gesehen, beim Gegnerteam war wieder irgend so ein Spinner mit 6x LRM-5ern. Und mal davon abgesehen, dass jetzt mehrere LRM-Boote im Gegnerteam waren, sind von den LRM-5ern, die der Typ abgefeuert hat, fast gar keine durchgekommen. Das hat mir kaum Schaden gemacht. Das war ein einziges EMS, was ich hatte. Das hat diesen Bird im Prinzip zu über 50% negiert. Und da ich scheinbar der Einzige war, der da stand, mit EMS, sind halt noch ein paar durchgekommen. Wenn ich ein zweites Teammitglied gehabt hätte mit EMS, dann wäre gar nicht mehr durchgekommen. Ja, dann wäre das komplett Banane gewesen, dieser Bird. Ja, das ist im Fuchs im Moment nicht mehr so üblich, sich ein EMS einzubauen. Warum, weiß ich nicht. Critical. Left torso critical damage. Der Wolf hat doch echt viele LBs eingebaut hier, meine Güte. Aber entsprechend einen ganz schönen Punch, glaube ich. New target acquired. Right torso critical damage. New target acquired. Warning, incoming missile. Left torso destroyed. Naja. Eine sehr, sehr gurkige Teamleistung, sage ich mal. Eigentlich hat es 5-12 gestanden, das Enek war noch ein Selbstgriff im Gegnerteam. Wahrscheinlich jemand, der overheated ist und sich selber gesprengt hat. Ja, ihr seht, der Direwolf und ich haben Schaden gemacht. Dann hatten wir hier nochmal einen Thunderbolt müsste das sein, der Schaden gemacht hat, und der Rest war einfach nur Gurkentruppe. Da braucht man sich auch nicht wundern, dass man nie gewinnt oder dass man keinen Support kriegt, wenn man aus der Höhle rausgeht. Ihr dürft manchmal nicht so einen Schiss vor den Gegnern haben. Ich meine, wenn wir da gesammelt aus der Höhle rausgehen, ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute hinter mir noch waren. Also ich weiß, dass noch in Dragon War auf jeden Fall da oben, dann müsste ein Zeus dort gewesen sein. Und da darf man einfach nie so schissig sein, ne? Ich meine, die restlichen Teammember, die sind ja vermutlich über den normalen Weg, sprich über die
über die Häuserruinen, über diese Kuppe oder über das abgestürzte Flugzeug gegangen. Ich habe es nicht genau gesehen, weil ich keine Zeit hatte, mich darauf zu konzentrieren. Aber wenn wir da rausgehen, dann können wir A, Schaden anrichten und B, können wir die Gegner ablenken. Und schon das Ablenken ist extrem wichtig. In dem Moment, wo die Leute sich alle auf uns fokussieren. Und ich stand ja in so einer kleinen Mulde und war im Prinzip vor dem direkten Beschuss da so ein kleines bisschen geschützt. Ganzen LRM sonst war auf mich geschossen, aber in dem Moment ziehen wir ja das Feuer auf uns. Da muss, muss der Rest des Teams einfach auch mal ein bisschen mitdenken und reagieren. Und den Gegner flankieren oder in die Seite fallen oder irgendwas. Da müssen die mal was Intelligentes machen und nicht hier 50 Damage im gesamten Game und keine Ahnung, Steuerung wie eine Frau beim Rückwärtsblind einparken oder so. Wenn ich das manchmal sehe, da wird eben echt übel. Ich meine, ich habe ja selber auch nicht gerade das beste Movement und schon gar nicht das beste Aiming, aber wenn ich dann sehe, dass ich im Vergleich zu anderen Leuten im Puck eigentlich immer noch relativ gut dastehe, dann frage ich mich, wie schlecht müssen dann erst die anderen sein? Das ist manchmal wirklich, naja, frustrierend, sage ich mal. Aber wie gesagt, heute ist Frustgaming, da darf man das sein. Da kann man auch mal flamen und kann auch mal ein bisschen den Frust raushängen lassen. Reactor online. Sensors online. Wenn es richtig frustig wird, steige ich dann nochmal in meine Gatling-Krabbel. All systems nominal. Und fruste richtig ab. Da schmeiße ich dann die Standard-Engine aus der Gatling-Krabbel raus, schmeiß die XL-Engine wieder rein und dann habe ich Gewicht frei und dann kann ich nochmal die beiden Medium-Laser rausnehmen und kann nochmal zwei AC2s in die Gatling-Krabbel einbauen und dann wird richtig gedackert. Aber so gedackert, dass sich jeder Direwolf einscheißt vor Angst. Das klingt irgendwie gerade nach einem richtig guten Plan. Das gefällt mir schon, wenn ich drüber nachdenke. Das werde ich dann nochmal machen. Außerdem kann ich mich dabei noch ein bisschen mit dem neuen MacTab auseinandersetzen. Was ich für die hier... Oh, dieses Nachladegeräusch von den LB-10s ist so geil. Was ich hier unbedingt auch noch einbauen muss in das Ding, wenn ich dann irgendwann mal die Civils dafür übrig habe, ist das Cooldown-Modul für die LB-10. Ich denke mal, alleine das Cooldown-Modul, das würde damage-mäßig schon dermaßen viel ausmachen. Und die schießen ja an sich schon relativ schnell. Und dann nochmal mit 12,5% verringerten Cooldown, dann geht es mit Doppel-LB-10 richtig ab. Dann krittet es wie Sau. Ich müsste mit der Krabbe sowieso mal, ich sag mal, ein bisschen passiv spielen. Mit einer King Crab ist halt auch schwierig, aber so spielen, dass ich am Ende des Matches noch am Leben bin und dann die Leute abräumen kann, die schon halb zerstörte Komponenten haben und rüstungsfreigelegte Komponenten haben, dass ich mit den LB-10 richtig schön reinkritten kann. Da entfaltet die LB-10 dann eigentlich erst ihr richtiges Potenzial. Schon wieder die Lorms. Ich gehe gleich auf Tauschstation. Ich tippe mal, ich werde gleich mal runtergehen und mich in den Tunnel verkriechen. Denn wenn ich das schon wieder sehe, was da an LRM geflogen kommt, habe ich nie wirklich Lust, mir das hier oben anzutun. Aber wie es aussieht, ist der Gegner auch im Tunnel vertreten. Da wiederum könnte ich von hier oben richtig schön reinschießen. New target acquired. New target acquired. Warning incoming missile. Ach, da geht die Scheiße schon wieder los.
mich doch mit euren Incoming Missiles. Ich bin ja ehrlich gesagt richtig froh, dass dieses LRM-Meta im Moment nicht mehr so verbreitet ist. Es gab ja mal eine Zeit lang, da war wirklich, also da waren 50% der Mechs, die hier rumliefen, waren LRM-Boote. Große oder kleine LRM-20er oder LRM-5er oder was ist, keine Ahnung. Das war ätzend. Das hat ja Gott sei Dank schon ein bisschen nachgelassen. Jetzt sind es ja eigentlich nur noch die, die Clan-Mechs, die von Haus aus ihre LRMs eingebaut haben, die da teilweise noch so rumfeuern, rumlomen wie die Blöden und dann halt mal ab und zu mal in Inner Sphere LRM-Boot. Ich habe ehrlich gesagt auch selber lange keine LRM-Boote mehr gespielt, weil halt auch gerade auf Seiten der Claner so abartig viel ECM rumläuft, dass LRM-Boote ganz oft auch einfach keinen Spaß mehr machen, weil man einfach nichts mehr trifft. Das war früher nie ganz so schlimm, da konnte man schießen auf was man wollte, da gab es kaum ECM. Dann hat irgendwann mal jemand festgestellt, ey, ECM ist ja übelst cool. Hätte ich mal nichts von ECM gesagt. Center torso, critical damage. Warning, incoming missile. Target destroyed. Gut, dass hier so viele Lecks sind. Denn eigentlich hatte ich den überhaupt nicht getroffen, den Typ, aber durch das Leck habe ich ihn dann scheinbar doch getroffen. Target destroyed. Target acquired. New target acquired. Warning incoming missile. Na klar. Gebt mir euer Lorum. Kein Problem. Schießt doch nicht auf die, die vor mir stehen. Schießt einfach auf mich. New target acquired. Target destroyed. New target acquired. Ich frag mich, wo gerade das Leck herkommt hier. Ich habe schon wieder diese Verzögerung. New target acquired. Beim Ziel, wenn ich auf R drücke, dann dauert das ein ganz paar Sekunden, eben dann irgendwann mal das Target aufgeschalten ist. Target destroyed. Heat level critical. New target acquired. Und das ist ziemlich nervig. Beim Zoom genauso. Ich drücke die Zoom-Taste und es dauert relativ lange. Es dauert relativ lange, bis der dann endlich mal den Zoom betätigt. Ich habe keine Ahnung, woher das kommt. Manchmal habe ich das Gefühl, dass da irgendwelche Typen irgendwelche DDoS-Attacken fahren. Aber das ist auch. Also jetzt über das Event, über das Wochenende hin ging's. Und das ist halt auch nur bei MechWarrior Online. Normalerweise bei anderen Games ist das nicht so problematisch. Keine Ahnung, was das sein soll. Shadowhawk ist ja draußen. Okay. Ich gehe einfach durch den Tunnel. Mal gucken, ob ich ihm den Weg abschneiden kann oder ihm so ein bisschen in den Rücken fallen kann. Keine Ahnung, wo der 11., der 12. ist, aber er ist auf jeden Fall scheinbar der letzte, der noch aktiv am Game teilnimmt. Vermutlich ist der letzte einfach ein DC oder ein AFK oder irgend sowas. Ich würde mir den Shadowhawk echt sehr gerne holen. Snipehawk. Gauss Rifle und ERPPC, das ist das typische Snipe-Meta-Build, das im Moment so beliebt ist. Wahrscheinlich abgeleitet vom Community Warfare, bin ich natürlich in die volle falsche Richtung gegangen. Ja, ich bin zu langsam, um hier irgendwelche großartigen
Korrekturen machen zu können. Naja, mal gucken, wie es vom Damage her aussieht unterm Strich. Ich bin ja froh, dass ich es überlebt habe. Was haben wir denn? 630? Das ist doch gar nicht so schlecht. Das ist ja schon fast besser als die Matches, die ich mit dem Zeus beim Event jetzt hingelegt habe. Ja. So viel zur LB10-Krabbe. Ich schlüpfe nochmal fix in meine Gatling. In meine Gatling-Krabbe und guck mal, was ich hier machen kann. Wie gesagt, ich wollte hier eigentlich mal. Ich wollte, glaube ich, die Engine nochmal ändern. Was haben wir denn hier zur Auswahl? Was könnte ich denn theoretisch einbauen? Not enough slots. Okay, das heißt, ich müsste ein paar Slots freiräumen. Und schon hätte ich die Slots frei. Wie sieht es jetzt mit dem Gewicht aus? 73 Tonnen. Endosteel macht 5 Tonnen aus bei dem Mech. Das hätte ich nie gedacht. Das ist ganz schön viel. 5 Tonnen sind eine ganz schöne Ansage. Aber ihr seht selber, ich hätte eine 325er Engine, aber also eine XL325, aber ich kann sie nicht einbauen, weil ich zu wenig Slots habe. Wie sieht es aus, wenn ich auf Standard Structure umstelle? Dann kann ich die 325er XL einbauen. Dann bin ich bei 90 Tonnen. Das reicht aber immer noch nicht, um meine. Das reicht mir, um meine AC2 nachrüsten zu können. Schade eigentlich. Also ich kann, wie es aussieht, das Loadout nie so fahren, wie ich das gerne möchte. Ich hätte halt ganz gern. Ich mache das nochmal rückgängig. Ja, nochmal rückgängig. Nochmal neu rein. Also ich habe jetzt eine 320er STD Engine drin. Ich hätte ganz gerne eine 325er XL eingebaut. Und hätte da ganz gern das Gewicht so sehr gesenkt, dass ich noch zwei AC2er jeweils einbauen kann, denn ich habe ja hier noch einen Ballistik-Slot frei. Aber es wird scheinbar nicht ganz gehen. Ich frage mich gerade, warum das nicht geht. Woran scheitert's? Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich so genug Slots freikriege für die XL-Engine, aber scheinbar ist die so viel größer. Nun geht partout, nee, not enough Slots. Eine XL-Engine braucht wie viele Slots insgesamt? 6 Slots im Center Torso und dann aber nochmal 3 Slots im rechten und linken Seitentorso. Eigentlich müsste das reichen. Ich verstehe nicht, warum das nicht reicht. Ist mir gerade nur dazu. Das sollte eigentlich funktionieren. Jetzt würde es gehen. Macht eigentlich auch keinen Sinn. Jetzt habe ich nämlich wieder 4 freie Slots. Oder? Wo sind denn das? Slots, blablabla, Slots, 72 von 80. Ich habe sogar 6 freie Slots. Muss man auch nicht verstehen, worum es jetzt auf immer geht. Wie sieht es von der Tonnage aus? 81 von 100. Also könnte ich theoretisch AC2. Kann ich einbauen, bin jetzt bei 93 Tonnen. Jetzt könnte ich theoretisch wieder Ammo nachziehen in den 4 Slots, die ich jetzt noch übrig habe. Müsste da auf jeden Fall
Ich muss die Ammo aber scheinbar in die Seitentorso verteilen. Das mache ich eigentlich gar nicht gerne bei einer XL Engine. Das mache ich überhaupt nicht gerne. Aber es nützt ja nichts. Wobei, nee, es muss nicht unbedingt. Moment. Ich kann die AC2-Ammo auch auf die. Ich mach das mal so. Der Grund, warum ich die AC5-Ammo in die Arme mache und die AC2-Ammo in den Seitentorso, ist der, dass ich davon ausgehe, dass ich die AC2-Ammo wäre relativ schnell durchblasen, also relativ schnell verballern. Und da ist die schneller aus dem Seitentorso raus. Wobei das eigentlich auch egal ist, ob die hier ist oder sind. Also wenn ich ich habe eine XL-Engine, wenn irgendwas kaputt geht, dann bin ich tot. Das eigentlich ist es Wurst. Jetzt packen wir noch Double Heat Sinks in die Engine. Bin ich bei einer Hitzeeffizienz von 1,42, das sollte eigentlich ausreichen. Ich könnte jetzt theoretisch noch eine Double Heat Sink hier reinbauen, müsste aber da noch eine halbe Tonne irgendwo freischaufeln. Die halbe Tonne hole ich mir, indem ich nur eine halbe Tonne Munition für die AC2 noch einbaue. Das kommt ein bisschen anstrengend mit mir, sorry, aber ich muss wie gesagt auch mit dem neuen MacLab erstmal ein bisschen zurechtkommen, dass das alles noch so ein bisschen. So, jetzt. Wie gesagt, das ist alles noch so ein bisschen Neuland für mich. Wenn man sich damit mal richtig zurechtgefunden hat, dann ist es auch im Gesamtbetrieb bestimmt sinnvoller einzusetzen. Aber ich muss jetzt erstmal ein bisschen klar damit kommen, was wo ist. Schön lila, die Krabbe jetzt hier alles, weil die Ballistik macht, so schön lila dargestellt werden. So, und damit hätte ich nämlich wieder den ursprünglichen Zustand meiner Krabbe hergestellt, nämlich die, wie ich sie ganz am Anfang mal gefahren habe. Mit 4 AC5 und 2 AC2. Das Ding wird jetzt dackern wie die Hölle. Denn ich habe ja schon den Cooldown-Modul eingebaut für die AC5. Und da hat er die Krabbe Ständer, glaube ich, auch nochmal einen Quirk für Ballistik-Cooldown. Das war zwar nicht viel, aber ich glaube, es war ein bisschen was. Und ja, das dürfte jetzt richtig steil gehen. Ich hoffe nur, dass es nie wieder Lecks gibt, denn bei Ballistikwaffen und dem Zielen in Vorhalte sind Lecks die absolute Hölle. Könnte ich ja gar nicht gebrauchen. Reactor online. Sensors online. Weapons online. All systems nominal. Ja, läuft. Mit dem Cooldown schießen die AC5er fast so schnell wie die AC2er. Das ist ganz interessant. Wenn ich jetzt noch ein Cooldown-Modul, ich weiß gar nicht, ob man noch ein Cooldown-Modul für die AC2, ne, für die AC2 gibt es glaube ich kein Cooldown-Modul, weil, nehmen wir mal ganz ehrlich, das würde auch keinen Sinn machen. Denn die schießen schon so schnell, da würde man mit einem 12,5% Cooldown auch nicht mehr wirklich viel rausholen. Artillery Strike online. Es sieht so aus, als würde sich der Gegner unter anderem bei C4 befinden. Na klasse, und ich habe schon wieder gemerkt beim Zoomen, dass es Verzögerungen gibt.
missfällt mir natürlich ein bisschen. Was mir noch mehr missfällt, ist, dass mein Team scheinbar alle den Berg rubbeln hier, ohne mal... Ich hab's doch gewusst, dass hinter mir irgendwas ist. Ich wusste, die Gegner kommen hier lang und ich wusste, dass ich wieder der Vollidiot bin, der es abkriegt, weil ich als einziger in die Richtung gegangen bin. Right leg critical damage. Leckt mich doch. Target acquired. Target destroyed. New target acquired. Die Lecks sind halt so dumm. Ich habe keine Ahnung, wodurch die auftauchen. Das ist definitiv nicht meine Verbindung. Es ist auch nie das. Also, es ist. Hat nichts mit meiner Internetleitung zu tun. Das ist einfach nur MechWarrior Online. Ihr habt es gerade gesehen, als die Stormcrow da übelst über die halbe Map geleckt ist. Wenn ich jetzt zweimal ganz schnell hintereinander auf Zoom drücke. Ja, dann seht ihr, dass das erste Zoom noch funktioniert, das zweite wird gar nicht mehr registriert vom Spiel. Und jetzt kam es gerade 5 Sekunden verspätet, obwohl ich zweimal direkt hintereinander drauf gedrückt habe. Das ist halt keine Ahnung, was das sein soll. Wenn ich einen Tracer laufen lasse, ist bei mir innerhalb von Deutschland und von meinem Provider ist alles in Ordnung. Und alle anderen Spiele laufen ja auch problemlos. Sprich, ich habe bei Blizzard-Titeln beispielsweise, ich spiele World of Warcraft nebenbei, habe ich 20, 30 Ping. Also wage ich einfach mal zu behaupten, dass es an PGI bzw. an irgendeinem Provider zwischen hier und Kanada liegt. Denn die PGI-Server stehen ja in Kanada, soweit ich weiß. Warning, incoming missile. Er darf sich gern nochmal mit mir anlegen, wenn er will. New target acquired. Warning, incoming missile. Left leg critical damage. Left leg destroyed. Warning, incoming missile. New target acquired. Artillery strike activated. Warning, incoming missile. New target acquired. Schade, ich habe gedacht, ich kriege noch. Haben sie natürlich eine sehr schöne Sniper-Position da oben bezogen, die Gegner. Und mein Team hat es auch leider nicht geschafft zu pushen und die Treppe hochzugehen. Aber wie gesagt, bei den Lags ist sowieso alles Latte. Ich wünschte, ich könnte die Tastatur einblenden oder zumindest meine Tastatureingaben mit irgendeinem Programm, mit irgendeinem Tool visualisieren. Ich weiß, dass es das gibt. Da könnte ich hier so ein kleines Overlay einblenden, dass ihr genau seht, welche Tasten ich drücke und ihr mal nachvollziehen könnt, was passiert, wenn ich hier zweimal hintereinander auf meine Zoom-Taste drücke und dann erst 5-6 Sekunden später dann irgendwann mal dieser Zoom-Befehl an PGI weitergegeben wurde und das reinzoomen. Das ist jetzt, wie gesagt, in meinen letzten zwei Videos hat das zwei Tage lang, drei Tage lang einfach überhaupt kein Problem gegeben. Heat level critical. Target destroyed. New target acquired. Und jetzt auf einmal spinnt's wieder, keine Ahnung warum. Entweder sind die Server nicht ausgelastet genug. Denn ich hätte gedacht, dass während des Events mehr Leute gespielt haben als jetzt. Und deswegen wundert es mich, dass es während des Events nicht geleckt hat und jetzt so wieder damit anfing.
Aber egal, wir haben es gewonnen trotzdem. Aber leider nicht der erhoffte Dakar-Freudeneffekt, den ich mir eigentlich gewünscht habe. Ja, weil ich einfach nicht frei dackern konnte, weil einfach die Gegner so scheiße standen, dass man sie nicht vernünftig beschießen konnte. Beziehungsweise ich konnte sie zwar vernünftig beschießen, ich habe ja alles in die Arme. Ich habe ja die Waffen hier in den Klauen montiert. Und damit kann ich ja hinschießen, wo ich will. Aber ja, kein freies Schussfeld vom Gegner unter Beschuss genommen worden. Nicht so toll. So, ich werde jetzt noch das eine Game hier machen und hoffe, dass ich jetzt noch mal so ein kleines bisschen meinen Frust abbauen kann, während ich mit meinen Autocannons um die Gegner drumherum feuere. Und dann hoffe ich, dass ihr mit den Event-Videos ein bisschen Spaß hattet, vielleicht auch mal gesehen habt, wie der Zeus sich jetzt so ein bisschen spielt mit den verschiedenen Loadouts, die ich durchprobiert habe. Und dann sind wir mal gespannt, was PGI als nächstes Event rausbringt. Ich bin immer noch so ein bisschen traurig drüber, dass ich mir die Resistance Wave 2 nicht vorbestellen konnte. Das wurmt mich ein wenig. Aber mal gucken, wenn es soweit ist, hole ich mir dann vielleicht den Mauler noch nachträglich für MechWarrior Credits oder so. Mein nächstes Ziel ist es jetzt eigentlich erstmal die dritte Krabbel noch freizuspielen, also mir nochmal so viel Geld zusammenzufarmen, dass ich mir einen dritten King Crab kaufen kann, damit ich die dann endlich auch mal eliten kann. Und ja, dann werde ich noch die Panther nachrüsten, denn da fehlt ja im Prinzip noch die Vorstellung von den ganz kleinen 35 Tonner Resistance Mech, die ich besitze, wie gesagt, kaum angerührt habe. Das ist so eine Sache. Die sind auch noch fast jungfräulich. Da muss ich wahrscheinlich auch viel Zeit investieren, um erstmal generell ein Verständnis für die Spielweise mit Lightmechs zu kriegen. Denn wenn der Gegner Lightmechs im Team hat, sind die immer A, völligst geisteskrank overpowered und retardedly behindert und untötbar und keine Ahnung, wuseln um dich drum rum, töten dich mit mehreren kleinen Alphas und ich weiß nicht. Also wenn Gegner Lightmechs pilotieren, habe ich immer das Gefühl, patch die Scheißdinger doch einfach raus, die sind so sinnlos, nervig und overpowered und völlig überflüssig. Und wenn ich sie dann selber steuere, dann kriege ich irgendwie nur das Maul. Na, dann mache ich eh einen falschen Move, kriege einen Alpha ab, bin tot. So, genau das, was ich mir manchmal wünschen würde, was ich mit gegnerischen Lightmechs schaffe, was aber irgendwie nie passiert, weil die immer, keine Ahnung, 5 bis 10 verschiedene Alphas aushalten, wenn ich die versuche zu beschießen. Und ja, wenn ich sie selber steuere, dann bin ich immer One-Hit. Sodass ich das Gefühl habe, dass ich einfach keine Ahnung habe, wie man Lightmech spielt und zu blöd dafür bin. Und deswegen wahrscheinlich dann mal einen längeren Übungszyklus einlegen muss, um überhaupt mal ein Verständnis dafür zu kriegen, wie man die Dinger denn eigentlich richtig benutzt. Und mal sehen, vielleicht mache ich das auch in Form eines etwas längeren Videos, dass ich mich einfach mal hinstelle, mir einfach mal ein Lightmech nehme und sage, so, du bist jetzt der, den ich spiele, und zwar so lange, bis ich dich kann. Bis zum Erbrechen quasi. Target acquired. Warning, incoming missile. Was ist denn da schon wieder? Was kommt denn da schon wieder geflogen? Warning, incoming missile. Das ist die Base Defense?
die da mit Raketen schießt? Die haben mich da überhaupt noch nicht gesehen. Ich stand hinter der fucking Mauer, da kommt das schon angeflogen. Das ist doch... Keine Ahnung. Naja, egal. Warning, incoming missile. New target acquired. Warning, incoming missile. Na komm schon, zeige dich, zeige dich. Ist das ein Panther mit einer Ballistikwaffe? Soll ich mir einscheißen vor Lachen oder was? Was Dämliches habe ich ja noch nie gesehen. Panther mit zwei AC-2. Eine AC-2 wiegt 6 Tonnen. Zwei davon sind wir bei 12 Tonnen. Ein Panther hat nur... Ein Panther hat nur 35 Tonnen Mech-Gewicht, soweit ich weiß. Das heißt, wenn er mit 12 Tonnen AC-2 rumläuft, rechnen wir mal damit, dass er vielleicht noch 3 Tonnen Ammo dabei hat, damit das auch Sinn macht überhaupt. Also... Sofern man davon überhaupt von Sinn sprechen kann. New target acquired. New target acquired. New target acquired. Dann hat er fast schon die Hälfte seines Mech-Gewichts alleine für die beiden total sinnlosen Waffen eigentlich rausgehauen. Und ich weiß nicht, ob das Sinn und Zweck der Sache ist. Ich meine, ich habe schon Probleme, ich hab mal mit dem Loadout von den Panthern rumgespielt und ich habe schon Probleme gehabt, da zwei Large Laser einzubauen. Vom Gewicht her. Und dann noch in eine halbwegs anständige Engine reinzudrücken, damit sich das Ding überhaupt noch vernünftig bewegt. New target acquired. Und ich weiß nicht, ob dann solche Loadouts wie 2AC2 Sinn machen, weil das nächste Problem ist halt auch, ne, sobald die Ammo leer ist, dann war's das halt. Warning, incoming missile. New target acquired. Artillery strike activated. Warning, incoming missile. New target acquired. Warning, incoming missile. New target acquired. Warning, incoming missile. Right torso critical damage. Warning, nein, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Jedenfalls jetzt. Ich hätte gerne schon noch ein bisschen länger gedackert. New target acquired. New target acquired. Und tschüss. New target acquired. Tja. New target acquired. Eigentlich, wenn man es ganz nüchtern betrachtet, wir stehen hier gerade 6-1. Target eigentlich destroyed. Sollten wir die einfach überrennen. New target acquired. New target acquired. Warning incoming. Das kann doch nicht. Wollt ihr mich verarschen oder was? Ich stehe hinter einer verfluchten Wand. Wie zur Hölle kann der Typ mich überhaupt sehen? Also langsam habe ich echt das Gefühl, dass hier alle Leute mich irgendwie so ein bisschen trollen wollen. Target destroyed.
New target acquired. New target acquired. Ach, das Gute ist, dass Killmouse Damage, genau, das Gute ist, dass mein Dakar-Loadout halt immer noch funktioniert, Gott sei Dank. Also es macht wirklich immer noch Spaß, mit dem Mech zu dackern. Und ich glaube, ich werde jetzt auch wieder so lassen. Diese zwei Medium-Laser, die ich da vorher halt drin hatte, die waren irgendwie... Destroyed. Irgendwie fühlten die sich nicht richtig an. Die fühlten sich irgendwie fehl am Platz an. Blöd. Nö, Dacker macht schon mehr Spaß. Ich habe wohl noch genügend Moon übrig, also es hätte selbst noch ein längeres Match sein können. Naja. Nicht berauschend, aber okay. Für so viel Deckung und so viel LRMs, die da unterwegs waren, ist das schon ganz okay. Gefällt mir. Lass ich so stehen. Ja, ich konnte meinen Frust ein kleines bisschen reduzieren. Hat sich zwar beim Spielen noch ein neuer Frust gebildet, aber unterm Strich bin ich doch ganz zufrieden. Das Event hake ich einfach mal ab. Und ja, starte einfach beim nächsten Event wieder durch und hoffe, dass ich da dann bessere Leistung abrufen kann, beziehungsweise dass ich da vielleicht das Event auch einfach länger spielen kann, um halt vielleicht durch Glück einfach auf diese benötigte Anzahl von guten Spielen zu kommen. Und ja, das war's vom Viva la Resistance Event, das war's vom Frust-Dakar-Krabben-Spielen hinterher und wir sehen uns beim nächsten Video, wenn ich dann entweder die Panther vorstelle, endlich mal, oder halt einfach Max farme und equippe und vorstelle, die ich noch nie besitze. Macht's gut, bis dahin, ich sag danke fürs Zugucken, macht's gut, tschüss, euer Lichnuris aka Rodiger.